Hier wird fleißig geschnibbelt. Die 55-jährige Künstlerin Ela Mergels pimpt gerade ein Kleidungsstück mit ihrer Kunst auf. Das ist ja ein Herzensprojekt, deswegen alles linksseitig. Entweder hinten am Rücken, am Ärmel oder an den Beinen. Die Künstlerin verfolgt eine ganz bestimmte Idee. Das ist ein Fotokunstprojekt, ein weltumspannendes. Und ich habe eine alte analoge Kamera aus den 50ern, die ich Freunden mitgebe auf Reisen. Die übergeben die Kamera an den Einheimischen in dem jeweiligen Land. Und der Einheimische hat die Aufgabe zu fotografieren, was ihm wichtig ist im Leben. Und das Projekt basiert auf 6 Degrees of Separation, also dem kleinen Weltprinzip, dass wir über 6 bis 7 Menschen weltweit vernetzt sind. Und die Kamera kommt dann über meine Mittelsperson, über meine Freunde wieder zu mir zurück mit dem Film, mit dem Belichteten. Und ich spule den Film zurück, leg den wieder ein und schick den ein zweites Mal auf Reise in ein anderes Land, einen anderen Kontinent mit derselben Aufgabe. Und via Doppelbelichtung erzählen dann 2 komplett fremde Menschen aus verschiedenen Ländern, verschiedenen Kontinenten gemeinsam eine neue Geschichte. Das preisgekrönte Bild, womit die Jeansjacke benäht wird, wurde 2023 auf der Art Miami ausgestellt. Es stellt eine Doppelbelichtung aus einem Foto aus Sri Lanka und einem Foto aus Israel dar. Gestartet habe ich das Projekt 2014, 2015. Da war die Annexion von der Krim, die Anschläge in Paris. Und ich hatte das Gefühl, ich muss was Menschen- und Kulturverbindendes schaffen, weil sich alles immer mehr polarisiert und spaltet in der Gesellschaft. Und dann habe ich angefangen, die Kamera zu verschicken. Während Corona weitete sie ihr Projekt auf Mode aus. Bei der Kleidungsauswahl handelt es sich um handverlesene Secondhand-Mode. Es gibt teilweise hochwertige Stücke von Gucci oder Dolce & Gabbana, aber auch No-Name-Kleidung von Trödelmärkten oder Vintage-Läden macht sie zu tragbaren Kunstwerken. Ab 80 Euro kann man ein handgefertigtes Unikat erwerben. In der Schneiderei Chic in der Kölner Südstadt näht Ala Hamid die Stoffstücke auf die Kleidung. Hallo! Ich habe 3 Teile dabei. Ja. Einmal... Zweimal. Eine Jacke. Genau, und hier noch eine Jeansjacke. Bereits seit 5 Jahren arbeitet Ela Mergels mit dem Schneider zusammen. Sie sind ein eingespieltes Team, weshalb das Annähen der Stoffstücke und des Modelabels nur wenige Minuten dauert. So, und jetzt ist das nicht nur Mode, jetzt ist das ein Statement, eine Haltung. Und fertig ist dieses Unikat. Tschüss! Und bald geht Ela Mergels Kamera wieder auf Reisen.